Hallo und jetzt willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Ja, hier sind wir wieder. Es geht weiter. So, ich besuche jetzt gleich mal Robin. Hey, machst du einen netten Spaziergang? Ja, einen Ausritt. So, wir wollen ja geschwind das Hofgebäude kaufen. Ich drücke mal N, dass es wieder weiterläuft. So, ich habe jetzt einiges gemacht hier. Die Tiere noch fertig gemacht, also die Hühner noch und so. Die Eier verpackt, dann Zeug verkauft, ganz viele Trüffel verkauft. Die Schweine waren nämlich sehr ergiebig in der Zeit, wo ich dann aufgeräumt habe. Dann habe ich noch angesät. Ja, also ich habe sehr viel gemacht hier. Bin ein paar Mal hin und her geritten, habe die Geschenkerunde gemacht, die allerdings noch aus Kent und Krobus besteht. Kent müssten wir jetzt demnächst haben, vielleicht schon morgen. Den Krobus, da brauchen wir wahrscheinlich nochmal eine Woche sozusagen oder eine Runde. Naja gut, wenn wir jeden Tag mit ihm reden, wird man es auch schaffen. Aber das machen wir ja nicht. Oder so wird man auch Kent noch rumkriegen. Also Kent ist nicht so das Problem, den kriege ich noch rum. Ja, was habe ich noch? Sonst eigentlich nicht. Ja, deswegen haben wir jetzt auch so viel Geld, weil ich da ordentlich was verkauft habe hier. Also von dem, was wir schon im Inventar hatten und so weiter. Und eben angebaut noch hier. Ich habe die ganze zufällige Saat mal verpflanzt hier, was da rauskommt. Es ist eigentlich das rausgekommen, was ich eigentlich brauche und ja, oder was eigentlich noch was wächst hier. Gut, wir machen Hofgebäude errichten. Jetzt machen wir es mal wahr hier. Wir möchten ein neues Silo haben. Gebäude bewegen, bauen. So. Wir könnten das Silo zum Beispiel hier hinbauen. Wir könnten das hier hinbauen. Gestreckt am anderen, dann könnten wir aber hier nicht mehr durchlaufen. Wir könnten es Silo in das Haus geht nicht. Da ist Sperrzone. Da wird es gehen. Da müssen wir eigentlich auch nicht dran. Die Büsche hier, die tragen auch nie was. Wenn wir das hier platzieren, oder wir könnten es im Anschluss des Hauses platzieren gleich. Ne, da ist Sperrzone. Dann machen wir es hier hin. Wollen wir das vielleicht? Ne, wollen wir nicht. Ja, ich mach's hier hin. So. So, okay. Ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem Hofgebäude Silo zu arbeiten. Neues Hofgebäude natürlich. Ja, da lacht sie. So, musst aber nicht. Ach so, doch. Es ist heute Sonntag. Mist. Ja, sonst kann man nichts mehr machen. Man kann es bei ihr bloß noch einkaufen jetzt. Aber morgen ist es anders. Da ist sie dann nicht mehr daheim. Billigfenster Kalender kann in deinem Haus platziert werden, aber der Kalender, ist es der Kalender, der dann auch der Kalender ist, wo man dann alles nachgucken kann? Das wäre halt interessant, was man sonst noch alles kaufen kann. Saisonpflanzen, Zierpflanze, jede Saison ändert. Okay, sie bin ich Gewässer. Ich habe damit sowieso kein Glück, das wird nichts. Billigfernseher, ja, das ist immer ein Plasmafernseher, wäre doch schnieke. Da wird mit alten Röhrenfernseher weg. Plus Plasmafernseher, die bauen auch viel Strom. Naja, ich will mal das Geld nicht so raushauen, aber der Kalender wird mich interessieren. Den nehme ich mal mit. Den hängen wir mal daheim auf. So. Ciao, ciao. Und weiter geht's. Dann verkaufe ich noch schön die Trüffel. Und dann geht's angeln. Bis 19 Uhr haben wir Zeit. So, ich habe auch einiges gefunden eben hier, so Blumen halt, wo da rumstanden hier, die konnte ich nicht einfach stehen lassen. So, dass unser lieber Kent, und sie sieht immer so aus, als wäre sie, naja, nee, in anderen Umständen, aber ich glaube nicht, das sieht nur so aus. So. Wäre lustig, wenn die auch Kinder gebären jetzt hier. Das wäre noch ein tolles Event sozusagen. So, Moment, den Kalender noch mal hier. Dann habe ich noch ein paar Steine übrig. Lehm habe ich noch gefunden. Jawohl, deswegen haben wir jetzt zu viel. Lass uns fischen gehen. Das können wir da am Dorffluss machen, eventuell. Beziehungsweise lass mich gucken, ob mir hier ein Fischvorkommen haben, also diese Blubberblasen da. Das würde mir sehr gefallen, weil da dauert es nicht so lang, bis sie beißen. Deswegen gucke ich jetzt hier mal von Hand oder per Fuß rum. Die Geoden habe ich auch noch aufbrechen lassen beim Schmied. Ja, das waren aber nur Minereien, die wir schon hatten. Ja gut, ich finde jetzt keine Stelle. Ich gehe jetzt auch nicht ganz da nach oben. Ich gehe mal hierher.
Lass uns Gotteslachse versuchen zu bekommen. Einen zumindest. Es wurde einer verlangt, die Quest wollen wir erfüllen. Und es ist, glaube ich, nur im Sommer die Gotteslachse. Und wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Das ist bestimmt keiner. Das ist ein Barsch oder sonst sowas. Ein Hecht. Ein Hecht für den Knecht, der macht es dir recht. So. Was? Das war... Ja, da... Da hat mich jetzt das verwirrt, weil es Doppelguru gemacht hat hier. Ja. Und dann habe ich nicht mehr richtig abbremsen können hier. Und dann bong, bounce das Ding wie so ein Flummi nach oben. Diese Leiste ist da nicht rechtzeitig ab. Ja, das könnte auch ein Hecht sein. So wie der schwimmt, so zickzackmäßig hier. Das ist ein Hecht. Ja. Die tun immer so unruhig zappeln sozusagen. Also der Balken bewegt sich halt unruhig. Nach dem Muster kann man so manchen Fisch erkennen. Guru! Guru, Guru. Drei weiße Tauben und ein Gewehr. So, das war noch rechtzeitig. Ja, du blöder Fisch. Das ist aber bestimmt kein Hecht, oder? Das ist was anderes. Der bewegt sich nämlich langsamer. Eine Regenbogenforelle. Ich habe schon fast gedacht, es wäre ein Hecht. Das hat fast ähnlich ausgesehen. Amethysten. Naja, den nehmen wir auch mit. Egal. So, lass mich mal gucken hier. La 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 la. Was haben wir denn? Treffer versenkt. Das ist wie ein Hecht, so wie der sich verhält. Ja, Hecht für den Knecht. Oh Mann, das ist ja wieder... Ah, das ging schnell. Das ist wieder so ein bisschen deprimierend. Das ist auch ein Hecht. Ich möchte aber keine Hechte. Vielleicht kriege ich hier bloß Hechte an der Stelle. Ich ändere mal die Position. Die Position. Vielleicht wird es ja hier anders da. Beim Bürgermeister. Treffer versenkt. Und da schwebt eine Wolke über unserem Angelplatz hier gleich. Das ist kein Hecht auf jeden Fall. Das ist eine Regenbogenforelle. Ja, toll. Die brauche ich leider nicht. Aber die schmeckt gut. Sowas habe ich selber schon gegessen. Ja, gut. Ich mag halt gern Fisch. Andere Leute mögen es nicht so gern. Ja, es kann nicht jeder alles mögen. Ne? Ich habe auch so meine Einschränkungen, wo ich sage, das kommt mir nicht am Gaumen. So zum Beispiel Rosenkohl. Rosenkohl ist Pfui Teufel. Ist bäh. Ja, da kann jetzt der nächste ja kommen. Ja, was hast du denn dagegen? Das ist doch gut und so weiter. Ja, dann ess den doch. Aber ich mag ihn nicht. Und das hier ist auch wieder ein Hecht für den Knecht hier. Ja, wenn jetzt einer sagt, ja, er mag keine Tomaten, dann würde ich ihn erstmal blöd angucken, ne? Naja, das kann schon sein, aber Tomate ist halt in viel drin, oder Ketchup zum Beispiel, ne? Ist auch allgegenwärtig. Na, das ist auch wieder ein Regenbogenforelle. Nee, es ist ein Gotteslachs. Oh yeah! So, stopp halt, alles stehen lassen. Wer braucht es? Shane. Shane. Shane Gooseman. So, Shane. Quatsch. Navigationsfehler. Shane ist wo? Shane, wo bist denn du? Maru, Elliot, Shane. Jody und Kent. Elliot, Mani, Shane. Shane ist zu Hause. Es ist genau 17 Uhr. Bim, bom. Wie war das so? Beim nächsten Ton ist es 17 Uhr und 10 Minuten und so viele Sekunden. Ja. Wir haben aber keine Sekunden. So, Mr. Shane. Mr. Anderson. Ja, oh Mann, der Film Matrix, ne? Wer kennt ihn nicht? Ja, jetzt kommen hier gleich ganz viele Leute, die das dann sagen.
So, ich hätte hier was. Hallo Legolas, Gottes Lachs, genau was ich gesucht hatte. Sieht perfekt aus, ja. Mal sehen, hier ist dein Geld. Danke. Wo ist mein Geld? Hä? Normalerweise muss man doch da mal klicken. Hat er mir es direkt gegeben? Ich habe jetzt nicht auf die Zahl geachtet. Naja, wer nicht kriegt das geschenkt. Da bin ich mal ganz lieb. So, das ging doch schneller, als ich mir gedacht hatte. Ja, die ganzen Harze, die lassen wir jetzt auch mal hier drin. Die Baumsäfte oder Sirups oder was auch immer, wie die genannt werden. So, hier werden noch ein paar Peperonis. Einmal können wir die wahrscheinlich dann noch ernten, aber ansonsten, ja. Da wurde auch inzwischen mal Mais. Dann habe ich gesagt, nee, Mais, dann habe ich es wieder kaputt gemacht. Dann habe ich genau die 13 Stück aufgebraucht. Ja, die Zahl 13. Warte mal, Hechte, die sind doch einiges wert. Ja, Hechte, die kommen gleich in die Tonne, weil der Angler hat schon zu. So, da wurden auch zwei Köder entstanden hier. So, wir gucken mal kurz die Nachricht an. Ja, so spät, aber egal. Hi Legolas, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, Jody. Ja, thank you. Dankeschön. Oh, ich habe noch eine Nachricht. Erstmal einlagern. Haha. Und nochmal. Ich brauche Trüffelöl. Frag nicht warum. Bürgermeister Louis, ich habe gerade ganz böse Gedanken oder schlechte Gedanken im Kopf. Wir haben eine Flasche Trüffelöl. Die haben wir mal irgendwann gemacht. Ich muss nur mal gucken, wo sie ist. Da ist sie. Haha. Tja, Edgy Badge. Ich habe alles, nur kein Ziel. Nee, das war das Sniper. Moment. Louis wird jetzt gleich wieder im Stardew Inn rumgammeln, so wie ich ihn kenne. So, warte mal, können wir da eine Algenbrühe machen? Ja. So. Dann der Amethyst wird verlegt. Der Kalender. Hä? Wo hänge ich denn auf? Den hänge ich mal hier hin. Kann ich da jetzt. Ups. Nee, warte mal. Ha, das ist blöd. Kann ich mir den Kalender nicht angucken? Kann ich das da hinhängen? Das wäre so schön gewesen. Oder hier? Ah, nee, das wird nicht als Wand deklariert. Warte mal. Ich will mal was probieren. Ah, yes! Also, wir haben jetzt einen Kalender, aber das gefällt mir hier noch nicht, wo der jetzt ist. Hier vielleicht oder hier oben. Nee, das bringt mir nichts. Der muss irgendwo sein, wo ich leicht drankomme. Kann ich das vielleicht doch hier hinhängen? Ja, was? Da ist doch eine Wand. Was willst du? Oder hängt es zu hoch? Ach, geh jetzt. Ah. Moment. Ich muss mal umdekorieren. Nein, ich möchte kein Öl trinken. Dann kommt die komische Deppervase mal. Naja, die kommt mal dahin. Was ist denn? Es ist doch eine Wand. Ha, doch, da geht's. Jetzt klopft das Ding die ganze Zeit. Moment. Da wird mir ja nachisch, wenn das die ganze Zeit dick, dick, dick macht hier. So. Ja, man kann da Musik machen. So, jetzt haben wir endlich das, was ich brauche. Jetzt habe ich wieder einen Kalender. Leider die Everywhere-Mod irgendwie geht die nicht mehr, aber es wird auch keine Meldung von Smabi gezeigt, vom Modloader, dass die broken wäre oder dass es da eine neue Version gibt. Wurscht, Wayne, das ist mir auch egal. Wenn es nicht geht, geht's nicht. So, fährt her. Wir gehen zu Bürgermeister Louis, dass der uns das hier über ein normales Ding bringt. Und warum er gleich gesagt hat, frag nicht warum. Ja, das tut doch ein. Das ist doch schon sehr verdächtig. Wenn er das sagt, hier fragt nicht warum. Da macht man sich ja doch so einige Gedanken. Für was wir das wohl brauchen? Als Gleitmittel? Jetzt ist es raus.
Mist, der Bürgermeister ist gar nicht mehr da. Der ist. Mist, der ist bestimmt. Ich glaube, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Ich wollte sagen, der ist schon im Bett, aber bis 20 Uhr müsste offen haben. So, Herr Bürgermeister, ich habe einen Termin. So. Du hast das Öl, lass mich mal sehen. Hm, gute Qualität, sehr glatt. Großartig, danke dir. Okay. Öl ist immer glatt. So, übrigens hier. Hier kann man die Scheidung beantragen für 50.000 Gold. Nein, ich möchte nicht. Ich bin mit meiner Frau zufrieden. Das geht also nur im Bürgermeisters Haus. Ja, Bürgermeister, mach mal den Ofen sauber. Das ist ja ekelhaft. Da war ein Hoppelhase. So, was machen wir jetzt mit dem Rest vom Tag, von der Nacht? Die Geister der Nacht, die ich rief. Ja, es gibt ja auch noch legendäre Fische, ja klar, aber wir können jetzt wieder angeln, aber... Ja, wenn... Ich sag's mal so, Angeln ist eigentlich nicht so spektakulär wie Mine, ne? Und wenn, dann müsste ich in die Mine, beziehungsweise eigentlich müsste ich in den Wald, müsste noch ein bisschen Holz ernten. Aber jetzt ist auch schon wieder 20 Uhr, das ist auch schon wieder... Da müsste man eigentlich schon fast wieder unser Tote mitnehmen, weil ihr wisst ja, sonst gehen wir verloren. Oder wir hacken hier noch auf den Hof ein bisschen Holz. Wir haben hier auch Bäume stehen, die hier zum Beispiel. Flug. Jawohl, da geht ordentlich was her. Mit der Axt geht es halt auch wie Butter, ne? Die Jungtriebe machen wir noch nicht kaputt hier. Die dürfen euch rauswachsen. So, da haben wir noch einen Baum. Hä? Das hat ja gerade mal eine halbe Stunde gedauert. Tja. Am Morgen zu wenig Zeit, in der Nacht zu viel Zeit. Das ist ja wieder der Klassiker vielleicht hier. Ja, das sind ja nicht viel Holzbarre, was wir da jetzt haben hier. So. 415, naja. Noch einmal mal das auf ihr Harz kommt woanders hin. Hier und da. Warte mal, wo ist denn mein Totem? Da noch ein paar Arkons. Das Totem. Haben wir das? Ich glaube, wir haben das Totem für andere Zwecke verbraucht. Ja, wir haben da eine Schnellreise durchgeführt. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie macht man ein neues Totem? Sammlungen? Quatsch. Nee, Handwerk. Nein! Karte. Herstellung und alles mögliche, ja. Teleport-Totems. Regentotem, Teleport-Strand, Berge, Hof. Etwas Honig, Hartholz und Fasern. So. Ja, so duften wieder Honig hier. Hartholz und 20 Fasern. Die muss ich wieder so rauszählen. Es gibt leider kein Eingabefeld, dass man das hier einfach abzweigen kann. Honig, 29 Wildhonig haben wir. Naja gut, da hätten wir mehr Blumen pflanzen müssen, dass die Bienen mehr produzieren, aber okay. Bürgermeisterbedürfnisse 57, so. Ich will nicht sagen wofür, vielleicht geht es dich nicht an. Ja, wir wissen schon, für was es ist. Also ich kann mir es schwer vorstellen, sorry Leute. Ich weiß, für was das Öl braucht. Vielleicht wisst ihr es auch. Wobei, ich habe es ja schon verraten. Ist ja kein Geheimnis mehr. So. Fifko, Witschko. Ja, gut, da habe ich ja mal einen Sprengler hingestellt, der mir eigentlich da nichts bringt. Ich weiß. Aber es war mal angedacht, vielleicht sogar die Felder zu verbreitern hier. So. Die Blume lasse ich jetzt mal liegen. Das ist wurscht. Oh, der Händler ist ja da. Mist. Okay, habe ich versäumt, den Händler einen Besuch abzustatten. Naja, der hätte vielleicht eh nichts. Vielleicht hätte er... Ja, das ist dann immer so eine Sache, da denkt man dann... Ja, da redet man sich oder will sich einreden, dass er vielleicht doch nichts Interessantes hatte und dann hat er vielleicht doch was gehabt, aber man weiß es nicht und... Das ist immer so, da mache ich mir immer so viel Gedanken. Ich weiß nicht warum, aber... Ist einfach so... So, hier ist es sehr schleimig.
Jetzt hört man den so ein Dauerloop-Laufgeräusch. Ha, hier könnte man was machen, also da muss ich mal, aber jetzt habe ich es halt nicht dabei. Da müsste ich mal eine Bombe mitnehmen. Man kann auch Bäume fällen, Bomben. Dann geht es rasant hier, da geht nichts kaputt. Das habe ich mal gesehen, wie einer das gemacht hat. Da war ein Baum an Baum gepflanzt und da hat er mal innerhalb von ein paar Sekunden sozusagen seine ganzen Bäume hier abgeholzt. Oh Leute, ich weiß, dass ihr mich mögt, aber das Geblubber nervt. Dieses Schleimgeblubber hier. Oder Gummigeblubber. Noch einer. Was soll er sich melden? Also wir gehen hier wirklich durch. Wie als wäre das nix hier, das die Bäume hier. Aber das macht halt das richtige Werkzeug. Das war ein Hartholzstamm. Hier könnte man natürlich auch ein bisschen Steine mal angeln hier, aber Steine haben wir in der Mine zuhauf. So, von den Büschen, wenn man die kaputt schlägt, passiert eigentlich gar nichts. Leider mit dem Schwert kann man kein Heu sammeln, das ist schade. Na gut, dann wäre die Sense auch total nutzlos, ne? Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Tour machen, um hier Heu zu ernten. Das war glaube ich gar nichts, das ist jetzt irgendwo gelandet, wo ich nicht reinkomme. Mach mal den blöden Busch weg hier. Das ist ein Viech mit seinem Stern gewesen. Ja, die machen dann immer Kinder, die, wenn sie das Herzl finden. Also, die einen haben Herz auf dem Kopf und die anderen haben Stern. Und dann tun sich die Paaren und dann gibt es kleine Schleims. Und das nochmal zu beschreiben, ja. Na, nicht in das. Ja, ich weiß nicht, ob ich alles bekommen habe an Holz. Nur dieses ewige Laufgeräusch, das nervt ein bisschen. So, Hartholz auch, also wenn das nicht so wäre, hätten wir das halt immer noch so wie früher gemacht, aber dadurch diese Mod da, diese Walderweiterung, schade, dass es wirklich nicht im Hauptspiel gibt, ne? Ich meine, es hätte jetzt nicht so sein müssen, dass man sich da im Wald verläuft. Ja, aber dennoch hätte man da auch was machen können, so artig hier. Also das Spiel hat ja schon viel drin, aber dass man hier zum Beispiel im Wald auch noch irgendwie Quests kriegen könnte oder sowas. Oder Events, ne? Tja, aber leider fehlt es halt total. Aber Gott sei Dank mit Mod kann man sich das Spiel ein bisschen nachwürzen noch hier. Wenn es einem zu fade ist. Zu schade, wollte ich schon sagen. Genau, es ist auch schade. Schleim, du willst ja sterben. Die mögen das immer. Die betteln da wirklich drum. Ja, warum denn nicht? Ah, weil ich mit der Spitzhacke. Genau. Wie war das mit dem richtigen Werkzeug?
0.30 Uhr. Wollen wir wieder Malus riskieren? Ja, ich weiß nicht, egal. Eigentlich ist mir wurscht, wir haben so viel Energie. Da können wir auch ruhig bis 1 machen, das ist wurscht egal. Nur ich bin mir sicher, dass ich heute nicht bis 1 spielen werde hier. Ja, na, es ist ja kein Stream hier. Aber manche, die streamen halt schon so bis 2 oder 3 und ja, ich, nee. Da muss ich sagen, das mache ich nicht so lang. Also, Enze wäre da wirklich das höchste der Gefühle hier, wie lange ich machen würde. Ach, lass mich doch in Ruhe, du Schleim. So, ich bin zu faul zum Zurückreiten, deswegen würde ich sagen, wir machen den Totem. Tschum! So, hier kommen wir durch. Bei unserer komischen Mausstatue oder was es ist. Oder ist das eine Hase? Ich weiß es nicht. So, jetzt ist mir. Ach, wir müssen hier noch einsortieren. Einmal Gewürzbeere, sonst kommt hier nichts mehr rein. Dann haben wir. Eicheln, Kieferzapfen, Ahornsamen, ein bisschen Harz, dass es knarzt, Schleim, so. Ich guck nochmal hier in der Truhe nach, ob da was gekommen ist. Jawohl, da ist schon wieder ein neuer Wildhonig entstanden. Den haben wir jetzt praktisch schon verbraucht. Einmal den Stein nämlich an mich. Das kommt in die Küchentruhe eigentlich rein, aber das muss jetzt nicht gerade jetzt sein. So, einmal hier. Hartholz haben wir ja eigentlich genügend. Also Hartholz brauchen wir eigentlich jetzt in nächster Zukunft nimmer unbedingt so häufig sammeln. Aber hier, da haben wir jetzt endlich wieder ein 1000er Stack zusammen. Das lohnt sich schon eher, wenn man hier in den Wald geht. Dann haben wir noch einen Stein. Aber Steine haben wir bald 3 volle Stacks. Da geht uns auch nicht so schnell und den Gestrüpp haben wir bald auch 1000. Da geht uns nicht viel verloren. Ja, aber gut, wir brauchen es immer für die Totems, für die Hoftotems. Wenn wir die Hoftotems nicht mehr bauen können, wenn wir vielleicht keinen Honig mehr haben, dann machen wir halt andere Totems. Dann beamen wir uns halt zum Strand oder leider Gottes woanders hin. Hauptsache raus aus dem Wald nach Hause. Weil einen Teleportbefehl gibt es, glaube ich, meines Erachtens in der Konsole nicht. Also in der Kommandokonsole. Aber es muss ja nicht. Ich will es ja eigentlich nicht einsetzen, wenn es nicht sein muss. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich mache das ja eigentlich nur dann, wenn mir unrechtmäßig irgendwas abhanden kommt, irgendwas fehlt. Na, aber ansonsten spielen wir eigentlich weitestgehend ohne zu cheaten, sozusagen. Es ist ja in gewisser Weise irgendwie cheaten, ne? Erleichtern. Irgendetwas über diese Zeit der Nacht macht mich durstig. Okay. Den Satz verstehe ich nicht. Dann geh was trinken. Ich habe doch meinem Schatz heute was geschenkt, oder? Au, heute beschenkt? Nein. Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Das habe ich aber ziemlich verschnarcht. Habe ich irgendwo einen Wein? Habe ich irgendwo noch eine Flasche Wein? Saft Aubergine? Miep! Ich habe keinen Wein mehr. Mist! Und ich muss mal kurz die Zeit stoppen, sonst kippe ich gleich aus den Latschen. Habe ich denn noch einen Wein? Und wenn es ein ganz normaler junger Wein ist, ist mir das egal. Nein. 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 Ja. Da muss ich eh noch eine Weile reifen. Das ist so enorm. Aber das ist eigentlich für Late Game. Also für jetzt. Wir werden es noch erleben, dass da was reif wird. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch 2 Jahre eigentlich sozusagen. Oder eigentlich sind es ja noch 2,5. So, Lea. Hier kriegst du noch einen Nachttrunk. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Ich danke dir. Haha, ausgetrickst.
Spiel, ich hab dich ausgedrückt. So. Na nö. Sind wir jetzt durch hier? Ja, da standen, also da zeigt sich's mir an. Alles klar. Perfektometer. Gut, ich hätte ja auch ein Schneckengericht geben können, eine Algensuppe, das mag sie auch. Es ist zwar kein geliebtes Geschenk, aber ja, das können wir das nächste Mal. Da müssen wir laufend den Wein rausziehen, der ist ja auch teuer. So, ich möchte ins Bett. Ja. Puh, das war gerade noch mal so. Bevor wir umkippen. Ich möchte nicht wieder 1000 Gold bezahlen beim Doktor und 3 Aidens verlieren oder so. 3862 habe bekommen, das ist nicht viel. Naja, gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch wieder so gefallen, auch wenn wir ein bisschen überzogen haben jetzt fast hier. Mehr gibt es beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Bauer Legolas.